Also ich kann jetzt für unseren Landkreis Vorpommern-Greifswald sprechen. Da gibt es ganz viele Angebote, sei es jetzt von der Agentur für Arbeit, diese ganzen Module, die jetzt rausgekommen sind mit dem Ministerium für Arbeit oder von den einzelnen auch Bildungsträgern oder von uns jetzt speziell im Landkreis. Da gibt es das koordinierte Übergangsmanagement. Es gibt Berufsausbildungsmessen. Das ist alles präsent. Das ist auch digital öffentlich gemacht. Aber Ihre Frage richtet sich auch tatsächlich, glaube ich, auch dahin, ob das ankommt, ob das auch gut verwertet wird und konsumiert wird, also richtig, also verwertet, konsumiert. Weil häufig ist es auch so, dass zum Beispiel Schüler eine Messe besuchen, laufen durch, sammeln Materialien ein, aber kommen sie tatsächlich in ein Gespräch mit dem Betrieb? Ist das gut vorbereitet seitens der Schule? Sind die Lehrer, haben die Lehrer eine Weiterbildung? Da passiert ganz viel in dem Thema, weil das momentan auch ein sehr wichtiges Thema ist, berufliche Orientierung. Alle Schulen haben Berufsorientierungskonzepte. Die Frage ist, ob sie auch wirklich passgenau sind. Also sprechen sie die Sprache der Unternehmer und sprechen sie der Sprache der Schüler. Und wir im Landkreis Vorpommern-Greifswald versuchen gerade an dieser Stelle, an dieser Schnittstelle mit den Schulen zu arbeiten. Und ich glaube, das gelingt uns jetzt. Also wir sind jetzt schon im dritten Jahr, was dieses Thema betrifft. Und wir haben selbst so ein Angebot, die Brancheninformationstage, wo wir mit den Schulen über einen längeren Zeitraum etwas vorbereiten, wo dann deren Schüler passgenau in einen Betrieb also für einen halben Tag gehen und da sich orientieren können, ist es vielleicht eine Möglichkeit, da einen Ferienjob zu machen oder ein Praktikum zu machen oder vielleicht kann ich dann eine Ausbildung zu machen. Wenn am Ende rauskommt, oh nein, so habe ich es mir nicht vorgestellt, ist es auch ein gutes Ergebnis. Oder da kommt dabei raus, jawohl, da mache ich den nächsten Praktikum, weil gerade über praktische Arbeit kommen Schüler mehr in den Bereich rein, den sie vielleicht also wollen. Und das setzt natürlich voraus, die Kommunikation auch mit den Eltern. Also Elternarbeit in dem Sinne ist auch nochmal ein Thema, was aufgemacht werden kann. Weil wenn Lehrer und Eltern nicht in einem partnerschaftlichen Verhältnis gegenüber ihren Schülern stehen, also gemeinsam sozusagen eine Sprache sprechen, dann wird es auch nicht funktionieren. Weil häufig ist es immer noch so, dass also dass Pädagogen Eltern einladen, wenn es Probleme gibt. Aber inhaltlich mal ein Entwicklungsgespräch zu führen, das muss mehr aktueller und ins Zentrum rücken. Also ich wünschte mir für die Zukunft, dass Schulen freier agieren. Also es gibt immer noch zu viele Richtlinien und Gesetze und Vorgaben seitens Ministerien und Vorschriften, die alle schön und gut sind, die auch von sehr vielen Fachleuten auch erarbeitet werden. Aber manchmal sind so gewachsene Strukturen auch an Schulen auch veraltet. Also ich wünsche mir, dass da auch junges Personal, das hatten wir ja heute, ne, im Gespräch, Lehrermangel ist da, Generationswechsel steht an bei den Lehrern. Was bedeutet, junge Lehrer nachholen, kommen sie zu uns? Also wir sind eine absolute ländliche Region. Wie holt man jungen Lehrernachwuchs zu uns rein, wo es auch kaum Kultur gibt, also wo es Anreize auch für junge Menschen fehlt? Aber dennoch, ich wünsche mir, also zum Beispiel eine Schule hätte einen Fonds, mit dem sie arbeiten können und wo sie kreativ auch agieren können. Sei es jetzt die ABT-Lehrer, Berufsorientierungskontaktlehrer oder ja, ganz einfach Klassenlehrer, ne, miteinander. So.